Hallo, ich habe zum ersten Mal Mini-Donuts ausprobiert. Und zwar ist das ein ganz, ganz einfaches Rezept. Das könnt ihr super schnell nachmachen. Ich blende euch alle Zutaten nochmal unten in der Infobox ein. Dann benötigt ihr natürlich noch einen Donut-Maker oder in meinem Fall, ich habe die Tefal Snack Collection und mir dafür so eine Platte für Mini-Donuts noch bestellt. Und dann werfe ich eben alles in eine Schüssel und verrühre das gut miteinander. Dann ist mein Teig auch schon fertig. Hier seht ihr die Tefal Snack Collection mit dem Donut, mit der Donutplatte. Da kommt es dann einfach rein. Ich versuche eben, dass das schön gleichmäßig da drin ist, damit nachher alle Donuts dann auch schön gleich aussehen. So wie hier eben. So, und dann mache ich den Donut Maker an. Und ja, man muss schon darauf achten, dass es nicht zu lange drin ist, damit es nicht zu dunkel wird. Und in meinem Fall haben sie jetzt hier kein Loch mehr, sondern ist auch Teig. Das kann man dann nochmal aufschneiden, damit es auch wirklich ein schöner Donut ist mit einem Loch in der Mitte. Dann kommt auch schon die Glasur oben drauf. Und das könnt ihr dann verzieren, wie ihr möchtet. Ich mache einfach ein paar Zuckergussglasurherzchen drauf. Das sieht richtig süß aus. Ja, und das war's auch schon. Und wenn ihr das Rezept nachmacht, dann schreibt mir mal einen Kommentar.